Total und recht herzlich willkommen zur größten Kampagne März 2017. Ich rufe auf zur größten Kampagne März 2017. Die Kampagne Warum ist das Grundgesetz Artikel 5 in Gefahr? Das sogenannte Rundfunkgesetz. Gut, einige sind ja super schlau, sie wissen das Grundgesetz Weimarer Republik 1923 bis 1945. Und andere sind zwar schlau, sagen nichts. Grundgesetz 1949 und Rundfunkgesetz 1956. Wir schreiben aber das Jahr 2017. Und jetzt kommt euer Aufruf, mein Aufruf. Der Medienkanzler ruft auf zum Nachdenken. Entstanden natürlich durch Facebook, was sonst. Bei Facebook wird täglich, sekündlich, jawohl, sekündlich, irgendwas gepostet. Facebook selbst steuert das Ganze. Wer wirklich sich mal mit dem Thema beschäftigt hat, unser Einser beschäftigt sich mit dem Thema, ist sein Job. Es geht hier darum, unseren Kunden zu helfen. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft fragte zwar, warum wird diese Kampagne gestartet. Gut, die Antwort lautet auch öffentlich: Wenn es unseren Kunden gut geht, geht es auch uns und mir, euer Medienkanzler, gut und somit jedem. Denn wir sind uns alle einig, wirklich, wir sind uns alle einig, dass wir Rechte haben. Und diese Rechte kann ein Rechtsanwalt für uns einklagen. Dieses Recht haben wir. Aber es geht darum, es war einmal, die D-Mark, da stand auf dem Fünfer Einigkeit, Recht, aber auch Freiheit stand da. Ja, auf diesem Fünfer. Für viele, die jetzt zuschauen, die nicht wissen, wovon ich spreche, ja, es gab mal eine Zeit, das war die deutsche Zeit, die war getrennt, ist richtig, zweigeteilt, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht einfach nur um das Ganze. Es geht um den Menschen, egal wie er ist, egal wie er spricht, egal wie er aussieht, der hier in diesem Bundesgebiet lebt. Das Bundesgebiet, woran wir jetzt hier arbeiten, ist natürlich NRW. Nordrhein-Westfalen hat ein eigenes Grundgesetz seit 1956. Und seit 1956 gibt es auch das Rundfunkgesetz. Also früher hieß es Reichsfunkgesetz. So. Also dieses Rundfunkgesetz gibt es, seitdem es das Grundgesetz gibt. Seitdem die Demokratie ausgerufen wurde. Es war zwar die Weimarer Republik. Ist alles richtig. Lassen wir das doch alle mal bitte sein. Ja? Ihr merkt schon, ich gehe wirklich auf Facebook ein. Facebook postet, oder jemand bei Facebook postet, wir sind eine Köterrasse. Jeder, also kaum einer ist schon 40 und der Richter sagt auch, das ist keine Volksverhetzung. Wir sind also eine Köterrasse. Okay, wenn wir eine Köterrasse sind, okay, dann bin ich ab sofort ein deutscher Schäferhund. Wer die deutschen Schäferhunde kennt, die erstklassig ausgebildet worden sind, nicht nur bei den Streitkräften und bei der Polizei, Bundespolizei etc. pp., dann bin ich ab sofort ein deutscher Schäferhund. Erstklassig ausgebildet und ich gehorche aufs Wort. So, und da fangen wir jetzt an. Das Rundfunkgesetz wurde soeben verletzt. Keiner wurde gefragt. Alle müssen am 29. März 2017 ein Gerät kaufen. Eine Karte kaufen, damit die Fernsehen gucken können. Das ist jetzt kein Scherz. Das hat nichts mit DVB-T zu tun, meine lieben Freunde. Das hat gar nichts mit DVB-T zu tun. Dieses DVB-T empfängt ein sogenanntes digitales Single-Modul. SD heißt das. Das einfache digitale Empfangsmodul. So. Das wird jetzt ersetzt durch H.265. Das ist nämlich H.265 ist das, wovon wir hier gerade sprechen, worüber wir jetzt hier gerade die Kamera am Laufen haben. Das ist nämlich nicht, das hier ist eine Full-HD-Kamera. Hätten wir jetzt die 4K angeschlossen, hätten wir noch mehr Trouble. Es geht um Trouble, ja. Es geht um Fernsehen. Gut, Fernsehen ist kacke. Okay, der Volksmund. Ah, ich liebe es. Ich liebe Facebook. Ja, also bei Facebook ist jeder gegen jeden. Das ist schon mal klar. So, ich bin für euch und deswegen mache ich dieses Video. Ich streng mich auch an. Ich fange heute an, dem 1. März 2017. Und ich werde erst mit dieser Kampagne aufhören am 31. März 2017, bis jeder kapiert hat, worum es überhaupt geht. Es geht darum, dass uns der Artikel 5
das Grundgesetz Artikel 5 langsam entzogen wird. Das ist nämlich die allgemeine Freiheit, die Redefreiheit etc. pp. Wer demnächst im Jahre 2022 ist richtig, kommt das absolute Bezahlfernsehen. Dann müsst ihr wirklich bezahlen, weil dann soll ja angeblich nur noch gestreamt werden. Deswegen wird er ja langsam aufgebaut. Ihr sollt aber dann, wenn ich das jetzt hier mache, das auch bezahlen. Das werdet ihr natürlich nicht tun, weil wer will mich denn sehen? So, wir aber sind die Alten. Wir sind die alten YouTuber. Wir haben angefangen 1995 mit dem Ganzen. Wir waren schon on air über Astra. Ja? Ich rufe alle Künstler auf. Ich rufe Facebook auf. Ich rufe Filmpool, komparsen.de und alle, die den AWR Movie seit 1995 kennen. Alle, die die Filmfotoproduktion und selber Filmfotoproduktion. An alle Produktionsfirmen, an alle. Meine lieben Freunde, es kann nicht sein, dass die Firma Freenet jetzt superreich wird. Das Mediamarkt, also die Metro-Gruppe. Die Metro-Gruppe hat Mediamarkt und Saturn ist ein und derselbe Brei. Ja, das sind nicht fremde Firmen oder so. So, Metro wird superreich. Die Firma Freenet wird superreich und diverse andere, wenn die sich gegenseitig aufkaufen, auch reich. Das geht ganz einfach. Irgendwann wird Freenet von Google, sage ich mal, oder von Facebook aufgekauft. Somit hat er noch mehr Geld. Oder umgekehrt. Oder die Metro-Gruppe kauft irgendjemanden auf. So, früher hat es Bertelsmann gemacht. Ich muss euch jetzt nicht auf alles hinweisen. Ich kann euch den Herrn Pispers ans Herz legen. Hört ihn mal zu. Das ist ein politischer Kabarettist. Oder allen politischen Kabarettisten, vor allen Dingen nicht die, die im ZDF ARD zu sehen sind. Also die werden euch die Wahrheit nicht verkünden. So, die Kampagne startet jetzt hier heute um 9.30 Uhr am 1. März 2017 und endet um 9.30 Uhr am 31. März 2017. Die Kampagne, dass das Grundgesetz Artikel 5 in Gefahr für jeden ist. Das DVB-T wird abgestellt. Und dann ist jeder Fernseher, nicht nur DVB-T, jeder Fernseher ist dunkel. Weil nicht jeder Fernseher H.265 empfängt. Auch die neuen nicht. So sieht's aus. So, wer ein neues Flat hat mit dem H.265er Modul, sieht dann ab sofort zwar Fernsehen, aber nur noch ARD und Co. Mehr nicht. So, für alle, die aber RTL und Co. sehen möchten oder die anderen, die ganz anderen. So, und vor allen Dingen ihr alle, die schon Kabel haben, ihr steht dann auch im Dunkeln, wenn ihr kein HD seht. Ihr müsst ab sofort, jeder Bundesbürger, sind über 80 Millionen Bundesbürger, müssen für H.265, dem sogenannten HD-Verfahren, Digital HD, demnächst 79 Euro im Jahr bezahlen. Werdet euch das mal bewusst. Meiner einer, dem ist das auf eine Art total egal. Weil bei mir wird alles laufen, weil der schon seit dem ersten Tag, wo es HD gibt, HD TV Plus hat. Aber die anderen haben es nicht, die Kunden haben es nicht, vor allen Dingen die alten Leute haben es nicht. In den Heimen, Altenheimen, die haben es nicht, die Hartz-IVer haben es nicht. Welcher SGB-II-Kunde soll denn 79 Euro im Jahr aufbringen? Richter haben schon Urteile gefällt, dass das Fernsehen nicht mehr wichtig ist. Das Fernsehen ist angeblich nicht mehr wichtig durch einen Richter. Keiner greift diesen Richter an, weil er sich soeben gegen das Grundgesetz Artikel 5 verwandt hat. Seit wann ist das Grundgesetz Artikel 5 aufgehoben worden? Also die Kampagne beginnt heute am 1. März und endet am 31. März. Und wer Lust hat, bleibt dran. Es kommt nicht jeden Tag ein Clip, es kommen Clips, es kommen erstklassige Clips und es kommen auch Clips, oder Sendungen, regelrechte Sendungen, die euch motivieren sollen, mal drüber nachzudenken, auch wenn das Fernsehen Gaga ist. Wenn das Fernsehen auch keinen Spaß macht. Ist ja auch alles richtig. Aber es geht um die Freiheit. Es geht um die Freiheit, den Knopf zu betätigen und dann was zu sehen. Ja? Habe ich denn jetzt? So, seht ihr? So, den Knopf zu betätigen, um was zu sehen. Darum geht es. Es ist die Freiheit. So, dass ich jetzt in diesem Moment Schwachsinn sehe. Ich mache auch den Knopf gleich aus, weil ich gucke keinen Fernsehen. Aber ich habe alles, weil wir eine Medienfirma sind. Wir sind eine Filmfoto GmbH und arbeiten hier in einem Filmfotobereich. Wir arbeiten als Filmpool hier die Kulisse, komparsen.de, dem E-Casting und für die gesamten Bürger, die ihre Sachen da machen. So, ihr seht doch selber, dass dieses Single-Modul auch nicht die beste Qualität ist. So, glaubt ihr denn, dass DVB-T2 besser ist?
Glaubt ihr denn wirklich, dass die Rundfunkanstalten so viel Geld ausgeben, damit ihr schärfer gucken könnt? Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. So, jetzt kommt das Telefon, jetzt kommt der Kunde und der ist wichtiger. Bin trotzdem nochmal da. Wie gesagt, die Kunden sind wichtig. Nur die Kunden sind wichtig. Meiner einer ist nicht wichtig, bin austauschbar. Aber es geht darum, da wir eine Filmgesellschaft sind, UPROM TV, du bist TV, und haben auch Seven Load damals. Und wie gesagt, die Frau Hannelore Kraft ist unsere Ministerpräsidentin in Düsseldorf. Und wir haben hier die Kulturhauptstadt 2010. Jetzt plötzlich 2017 ist es die grüne Hauptstadt. Also hier wird dauernd was erfunden, um Geld zu machen. Habe ich persönlich an sich nichts gegen, bin ja selber ein Unternehmer. Müsste mir auch was einfallen lassen, um damit Geld zu verdienen. So, dieses Video, dieser Aufruf, euch zu sensibilisieren, mal drüber nachzudenken, was Grundrecht Artikel 5 überhaupt bedeutet, was das Rundfunkgesetz bedeutet, was überhaupt bedeutet, wenn man euch die Freiheit nimmt. Es geht auch darum, über die quakenden Frösche, die im Teich täglich immer mehr erwärmt werden. Wir sind schon kurz vor gar. Ja, hurra, einige sind ja Gott sei Dank schon rausgesprungen, weil die aus Versehen ins warme Wasser sind direkt weitergehüpft. Ja, ist mir auch passiert, bin sofort weitergehüpft. Ja, ich habe den Teich gesehen, hinein, habe gemerkt, er ist zu heiß, sofort wieder raus. So, das sind die schlauen, nicht die schlauen Füchse, sondern die schlauen Frösche. So, die schlauen Frösche quaken zwar auch, aber aus einem Teich der Freiheit. Das ist der Teich der Freiheit, da quaken die. Hört zwar keiner hin, weil alle in dem sogenannten warmen Dümpelnteich rumdümpeln. Ja, ihr wisst schon, was ich damit meine. Hört auf zu quaken, denkt drüber nach. Der eine so, oh, es kommt ja das Stream-Fernsehen. Ey Leute, mag ja sein, dass das Stream-Fernsehen kommt. Es mag ja sein, dass ich das streamen kann und gucken kann, was ich möchte. Aber ich mache dadurch jemanden reich und ich werde arm, weil ich für das Streamen richtig bezahlen muss. So. Ich bin also nicht frei, einfach hier mich bedudeln zu lassen. Ich bin einfach nicht frei, mir irgendwas anzuschauen, was mich vielleicht ein bisschen interessiert. Ja? Ich soll dafür bezahlen. Ja? Darum geht es. Die Freiheit ist 1956 auf den Weg gebracht worden mit dem Grundgesetz Artikel 5 und mit dem Rundfunkgesetz und so weiter und so fort. Und darum geht es. Es geht um die Freiheit, dass wir uns jetzt einig sind. Wir sind uns einig, dass wir uns jetzt streiten können. Ja? Dann gehen wir zu irgendeinem Anwalt, der fängt dann an. So, dann habe ich den Anwalt bezahlt. Ich bin dann wieder ärmer geworden, weil ich auch die Prozesskosten bezahlen muss. Das vergisst er nämlich auch. Also, es kostet alles. Das Leben kostet schon eine Menge. So, und am Ende kostet das Leben sogar durch den Tod bedingt das Leben selbst. So, wir leben, um zu leben, um das Leben nachher wieder abzugeben. Für immer und ewig. Aber es kann doch nicht sein, dass wir die Freiheit, die wir genießen, ja, plötzlich abgeben, ohne zu hinterfragen. Ja, es ist wichtig, das was ist, ist. Und das was nicht ist, kann man hinterfragen. Aber was es ist, das kann man doch nicht hinterfragen. Man kann nur gucken, weil es ist da. Es ist anfassbar. Ja? Wieso sollte man es verändern? Das ist doch die Frage. Ich muss doch fragen, warum? Warum? Was bringt mir das? Was bringt mir das, das zu verändern? Was bringt mir das, 80 Millionen Bürger 79 Euro im Jahr wegzunehmen? Richtig, es bringt ihm sehr viel Geld, dem das jetzt gehört. So, wenn wir weiterhin das zulassen, meine lieben Freunde, was wäre denn, wenn ein Sturm ausbricht? So, es bricht ein natürlicher Sturm aus der Natur hervorgerufen. Von mir aus der Ätna oder irgendein Vulkan bricht aus und plötzlich sagen alle, nee, stopp, bevor du dich schützen möchtest, musst du erst eine Gebühr hinterlegen. Meine lieben Freunde, was ist denn dann los? Was wäre los? Oder aber, es passiert gerade ein Unfall und der Krankenwagen kommt und sagt, nee, ja, schön und gut, dass Sie einen Unfall haben, aber Sie müssen erst eine Gebühr hinterlegen, ja, bevor ich Sie mitnehme. Was ist denn dann? Was ist denn dann? Ja? Einige Ärzte sind ja schon neben der Spur. Ja, das ist auch so ein Fall. Ja, ist eine Unterschrift nicht geleistet, machen die nichts. Das ist falsch. Es gibt auch da, im Gesundheitswesen gibt es Gesetze, es gibt überall Gesetze. Es wird doch Zeit, dass ihr alle mal drüber nachdenkt, was ihr da abgebt. Ihr gebt eure Gesundheit ab einer fremden Person, ihr wisst aber nicht, was die mit euch da anstellt. Die steckt euch 100 Pillen in den Hals und dann geht es euch noch schlechter. Und dann heißt es, ja, das hängt ja auch mit ihrer Krankheit zusammen. Nee, eben nicht. Spuckt die Tabletten aus,
testet es und ihr merkt, euch geht es besser. Komisch, ne? Also ihr merkt, die Kampagne geht los ab 1. März bis zum 31. März. Und wer mitmachen möchte als Kunde, als Komparse und aus der Gruppe von filmpool.de oder überhaupt alle Freunde etc., Facebook, Indianer, YouTuber, Leute, ihr könnt mitmachen. Denkt mal drüber nach. Es ist nichts Böses, was jetzt hier gemacht wird. Es wird einfach nur darauf verwiesen, dass hier was nicht stimmt. So, wir wollen aber damit kein Geld verdienen. Wir wollen einfach die Freiheit nutzen, frei zu sein, vor die Kamera zu gehen und frei zu sprechen, damit andere stutzen und sagen, stopp mal, was machen die da? So, das ist jetzt die Kampagne heute ab 1. März 2017 bis zum 31. März 2017. Und die Kampagne startet jetzt durch. So, ihr seht, ich werde im Moment jetzt nicht unterbrochen. Ich räume jetzt auch alles wieder weg. Noch einmal, der Medienkanzler ist an sich eine 100% neutrale Person, weil der Medienkanzler hat an sich alles. Ja? Er bietet ja auch eine Menge an. So, das ist schon mal klar. Es geht nicht darum, es geht um euch. Es geht um euch. Wenn ihr bereit seid, 79 Euro jeden Monat in der Aufgabe eurer Freiheit, also ihr gebt eure Freiheit auf für 79 Euro und schenkt es einem großen Mogul. So, dann frage ich euch jetzt, warum schenkt ihr mir nicht 20 Cent? Warum schenkt mir nicht jeder 20 Cent? Und ich mache euch wunderschöne Videoclips, keine Ahnung, ich helfe euch und so weiter. Jeder, so 80 Millionen geben mir 20 Cent. Mal drüber nachgedacht. 80 Millionen geben ab 29. März jemanden 79 Euro im Jahr. Schon mal drüber nachgedacht? Hm? Aber einen Menschen, egal, einem Menschen, irgendeinem, 20 Cent geben. Denkt mal drüber nach, wenn dieses Bezahl-TV kommt, ja? Döbbe zum Beispiel oder irgendjemand. Grüße, hallo. Hallo. Ich muss doch den Nachtrag reinhauen. Viele Kunden fragen ja auch, wieso, weshalb, warum die Kampagne. Die Kampagne ist ein bisschen und hat ein bisschen was mit Sensibilisierung zu tun. Hat auch damit zu tun, dass wir mal ein bisschen drüber nachdenken, dass uns das freie Fernsehen genommen wird. Wer nachlesen kann, also wer Computer hat, wer Internet hat, nimmt sich mal den Spiegel vor und liest es. Dann weiß jeder Bescheid, was auf ihn zukommt. Denn es wird alles so ein bisschen verwaschen. Es wird alles so ein bisschen hinterm Berg gehalten. Oh, ich bin nicht davon betroffen. Nee, alle sind davon betroffen. Okay, im Moment sind 6 Millionen von 36 Millionen betroffen. Also schon eine Menge. 6 Millionen sind betroffen von 36 Millionen. Also 6 Millionen, die jetzt ein neues Gerät kaufen zwischen 79 und 199, je nachdem, welche Ausstattung die da alle haben wollen. Sagen wir einfach mal 79 Euro. 6 Millionen mal 79 Euro. Für das Gerät, nur für das Gerät. So, und dann noch einmal, weil die sind ja die Füchse, also wir haben früher 5 Euro bezahlt für HDTV Plus, also HD zum Schauen. So, die Geräte waren super teuer, die kamen dann 299. So, jetzt kosten sie 89, 79, je nachdem, wo man sie kauft. So, aber mit, also satt, ihr macht Saturn, also ihr macht die Mediengruppe, die Metro-Gruppe, Saturn und Media, wie die alle heißen, richtig, ey, ihr gönnt denen so richtig Kohle. Ja, 80 Euro mal 6 Millionen, ja, von 36 Millionen. Gut, im Moment, jetzt ist alles am Neu, jetzt glaubt einem keiner, die Kampagne wird sicherlich auch in den Boden gestampft werden, es werden sicherlich auch keine mitmachen. Ich ziehe als Medienkanzler das gnadenlos durch. Leute, im Notfall dürft ihr dann am 1.4. über mich tierisch lachen. Habe ich nichts gegen, aber ich weiß nun mal die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und das ist das GG Artikel 5. Und auch das Rundfunkgesetz, das 1959 nochmal auf den Weg gebracht wurde, das im Reichsgesetz 1923 auch auf den Weg gebracht worden war, das Rundfunkgesetz etc. und pp. Gut, wir schreiben jetzt 2017. Gut, die wollen jetzt unbedingt, dass wir zahlen. Ja? Pay-TV, also Bezahlfernsehen, freies Fernsehen, vermischt, wird ein bisschen vermischt. Und demnächst nur noch Pay-TV. Gut, aber es kann nicht sein, dass ich wirklich meine Freiheit aufgebe, mich zu informieren, kostenlos informieren und so, wie ich es gerne möchte. Ja, es kann nicht sein, dass ich mir plötzlich Filme ansehe, uralte Filme, wie da hinten zum Beispiel
die alten Darsteller da von 1950, 60, die alten Filme. Und dafür soll ich plötzlich 7 Euro bezahlen. Und dann wird obendrein behauptet, dass diese Filme da hinten mir jetzt in HD gezeigt werden. Ja, also da muss ich schon schmunzeln. Also viele lassen sich ja wirklich über den Löffel barbieren, aber egal, es ist ja nur ein Zeichen. Da oben ist nur ein Zeichen. Wenn ich nach Nacht nur ein Zeichen da oben rein, ARD, ZDF, HD, RTL, Sat1 und Co. KG, HD, ja, und nimmt uns einfach die Sendeleistung SD. Genial. Wie gesagt, es wird gegraben werden. Und diese Kampagne, wie gesagt, fängt ja jetzt erstmal an, weil viele Kunden, wie gesagt, auf dem Schlauch stehen, sie nicht wissen, wie sie das Ganze da bewältigen sollen. Weil es ist viel Geld, 89 Euro hat nicht jeder mal eben über für das Gerät, ja, anzuschließen. Ihr müsst auch die Schüssel da oben bedienen, also die Schüssel haben und nicht HD empfangen. Also alle, die müssen sich dann da oben ein HD-Modul an ihre Schüssel machen. So, dann haben sie HD. Aber die anderen müsst ihr auch bezahlen. Die müsst ihr bezahlen. Die zahlen wir nämlich auch schon. Also ich zahle die seit dem ersten Tag HD TV Plus. So heißt das. HD TV Plus. Dafür zahle ich, das ist die schwarze Karte. Dann gibt es jetzt die grüne Karte. Und die grüne Karte ist Freenet TV. Grüße, Servus, Buongiorno. Buongiorno. Also für alle, die immer mehr Ahnung haben, ja, für alle die jungen Leute, ihr habt so viel Ahnung, da kommen wir Alten ja gar nicht gegen an. Wenn ein 18-Jähriger sagt, ich mag die alten Leute nicht, dann meint er mein Alter, ab 50 aufwärts. Ja, so weit sind wir schon. Wir sind schon ab 50 so alt, als wären wir schon 90. Für mich ist ein alter Mensch ab 90 alt. Weil bis 90 kann ein alter Mensch noch eine Menge leisten. Ja, bis 90 habe ich schon festgestellt, können Menschen wirklich eine Menge leisten. Ich habe sehr viele Menschen um mich herum, die sind schon 100 Jahre alt und 101 Jahre alt. Wenn man denen noch zuhört, die noch ein bisschen fit sind, ich habe auch welche, die 100 und etwas älter oder auch knapp 100 oder 99, die nicht so fit, ist richtig. Aber die fit sind im Altenheim, und weil ich mich ja da mit dem Altenheim mich unterhalte und die alten Leute nicht damit klarkommen. Sie haben ja nicht die Möglichkeit. So, das Altenheim speist ja auch nicht HD ein, sondern normales Fernsehen. Und wenn man sich mit Spiegel online sich unterhält, mit den Redaktionen sich unterhält, alle schreiben, dass das freie Fernsehen sehr, sehr teuer wird. So, im Jahre 2022 müssen wir wirklich dafür jegliche Information bezahlen. So weit sind wir dann schon. So, im Jahre 2022, dann bin ich also auch schon, dann bin ich alt, so, bin ich auch an die 80, 90. Da habe ich auch keine Lust mehr. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich mit meiner Rente, die ich dann vielleicht haben werde, wie ich das alles bezahlen soll. Wenn ich Informationen haben möchte, muss ich bezahlen. Also auf Deutsch, wenn ich Nachrichten gucke, zahle ich 1 Euro oder was. 200, also letzte Woche Dienstag haben wir mal gemessen, haben alle Bundesbürger so zusammen 224 Minuten fern gesehen. Meiner einer ist 10 Stunden am Arbeiten, 10 Stunden kein Fernsehen. Meiner einer macht ja Fernsehen, steht also vor der Kamera und diese Sendung wird dann bearbeitet und wird dann gesendet. So, jetzt natürlich wegen den Kosten bei YouTube. Diese Möglichkeit haben wir ja, also sind wir YouTuber geworden. Früher über Astra Digital hatten wir unsere eigene Sendung jeden Sonntag um 17.30 Uhr. Uprom TV, Du bist TV. So, und dann waren wir noch bei 7-Loden, Dailymotion, Kiwego und wie die alle geheißen haben. War eine schöne Zeit, ab 1995 mit dem Internet zu arbeiten. Im Jahre 2017 ist das Internet verbreitet, es hat geklappt, jeder hat es. War ein sehr langer Weg. Aber es kann nicht sein, dass das Internet in Wirklichkeit eine Mogelpackung ist. Es kann ja nicht sein, dass ein Herr Freenet alles aufkommt, dass ein Herr Facebook, ihr wisst, wen ich meine, alles aufkommt, dass ein Herr Google alles aufkommt und ein Herr, ja, so, dann ist schon Ende. Also vorher war es Bertelmanns Gruppe, die alles aufgekauft hat. Also sagen wir mal so, es sind immer so vier, fünf Familien, die immer alles aufkaufen, ja, und denen alles gehört, vor allen Dingen die Welt der Medien. So, die Welt der Medien ist ja alles, ist ja nicht nur Nachrichten, sondern auch Dienstleistung und natürlich Spaß, Freude. Also auf Deutsch, alles wird teuer. Alles ist teuer, aber es kann ja nicht sein,
dass wir gar nicht mehr frei sind, uns zu entscheiden. Also ich möchte mich gerne entscheiden, fern zu gucken, diese sogenannten 224 Minuten in einer Qualität, die ausreicht, weil so richtig gucke ich nicht. Ich gehöre zu den 36 Millionen, die am Zippen sind, rauf und runter, rauf und runter. Was mich bewogen hat, diese Kampagne jetzt hochzufahren mit allen Niedrigkeiten und Widrigkeiten und so weiter und so fort, liegt darin, dass viele Jugendliche sagen, so viel Taschengeld habe ich gar nicht. Ich möchte aber Fernsehen gucken. Mittlerweile haben wir einige Jugendliche schon, die ihre eigenen DVDs kaufen. Ja, die machen jetzt ihr eigenes Fernsehen. Gestern haben wir also auch wieder die Metro-Gruppe reich gemacht. Da wurden dann 25 DVDs gekauft. Überwiegend Bollywood-Filme, weil Bollywood mittlerweile ja auch. So, Bollywood wird nämlich, also dieser CO-Sender da, dieser Bollywood-Sender, den wir frei empfangen können also die DVB-T2 haben, nicht empfangen. Also über DVB-T kriegen sie es nicht. Ob die dann, glauben wir auch nicht, über DVB-T2 es bekämen. Wir mit unseren Satellitenschüsseln bekommen es noch. Wir haben ja schon HD-Module an unseren Antennen. Also noch einmal, jeder, der Kabel hat und der Kabelanbieter HD einspeist, zusätzlich 6,99 Euro im Monat, Telekom, wie die alle heißen, Multimedia und so weiter, da zahlt ihr dann 6,99 Euro ab dann. Die werden wohl sicherlich auf euch zukommen. Umsonst speisen die euch das nicht ein. Dann die also Schüssel haben, Satelliten haben, die brauchen nur ein HD-Modul kaufen, sich das oben anbringen lassen, brauchen aber dann auch einen HD-Receiver, HD-TV Plus mit Kabel oder halt dieses Freenet und können damit arbeiten. Zahlen aber auch 6,99 Euro im Monat, so ungefähr. Also, ja, da sind wir also schon mal am Ende, aber die Kampagne beginnt und wir werden euch versuchen aufzuklären. Wir zeigen euch Spiegel. Ihr könnt Spiegel nachlesen. Ja, im Spiegel steht auch schon das Ende des freien Fernsehens. Aber das Lustige an der Geschichte ist, und darum handelt diese Kampagne, wir sind ja gar nicht gefragt worden. Wenn wir, keine Ahnung, also wenn man uns gar nicht mehr fragt hier, irgendwas stimmt ja nicht, oder was? Ne? Also, hallo, Grüße. Hallo. Computer, oder? Zum besseren Verständnis, warum diese Kampagne gemacht wird, ist, weil wir nicht gefragt wurden. Wir wurden einfach nicht gefragt. Ich hatte gerade durch Zufall Niederländer, ich hatte einen Briten da, ich hatte Türken da, Italiener, Spanier. So, es ist richtig, aber die alle hier leben, hätten doch schon mal gefragt werden wollen. In den Niederlanden ist richtig, da wird also auch eng und so weiter. Also ich vermute, dass die EU da zugreift. Also die EU greift da irgendwie zu, dass wir plötzlich fürs Fernsehen zahlen sollen. So kommt es so langsam mir vor. Also wie gesagt, der Niederländer, der hat ja auch erklärt, aber wie gesagt, überall sind nur die drei. ARD, also bei uns ARD, ZDF, in den Niederlanden hießen die anders. Britannien und so. Also die ersten, also die staatlichen, also die noch dazugehören, die auch zum Rundfunkvertrag, die sind sozusagen kostenlos, aber was ist ja nicht stimmt. Kostenlos ist, ich mache den Fernseher an und ich sehe nichts, null, aus, vorbei. Am 29.03.2017. So, an alle, die eine Satellitenschüssel haben, an dieser Satellitenschüssel muss ein HD-Modul. Und ihr braucht einen HD-Receiver, dann könnt ihr ARD und die staatlichen sehen. Und wenn ihr die anderen, die sind dann verschlüsselt, die waren immer verschlüsselt. Also ich zahle jeden Monat 6,99 €. Ich habe an sich damit nichts zu tun. Warum mache ich die Kampagne? Frau Hannelore Kraft, die Ministerpräsidentin, hat schon recht. Aber ich möchte, wenn es euch allen gut geht, geht es mir auf eine Art auch gut. Und es macht mir auch unheimlich viel Spaß, mit internationalen Menschen, 7,4 Milliarden haben wir davon, irgendwie zu interagieren, zu arbeiten, mit denen zu leben, mit denen Sachen zu machen und für diese Leute, also für 7,4 Milliarden Leute, Menschen auf diesem Planeten auf irgendeine Art zu arbeiten, dank Industrie 4.0. Gut, jetzt kann ich dieses Video jetzt nicht in allen Landessprachen hier machen, ist ja auch nicht für alle Länder gedacht, ist ja jetzt hier für das Land NRW gedacht, für das Grundgesetz NRW, das auch seit 1956 auf den Weg gebracht worden ist. So,
Wer also kein HD-Modul hat, kann also dann kein Fernsehen sehen. Kein. Auch kein ARD, kein ZDF, WDR und Co. Ja, nur wer ein HD-Modul oben an seiner Satellitenschüssel anbringt und dann sein Gerät in HD oder HDTV Plus. HDTV Plus, da sind die verschlüsselt mit drin, die ihr aber dann bezahlen müsst. Dann geht ihr nach Mediamarkt, Saturn und kauft diese schwarze Karte. Auf dieser schwarzen Karte steht HDTV Plus und die steckt ihr dann ins Gerät und könnt dann sehen, wie alles funktioniert in die nächste Kampagne. Also die erste, also die beginnt ja jetzt. Die Kampagne beginnt jetzt. Wir wollen einfach alle mal so ein bisschen sensibilisieren. Gut, circa 6 Millionen sind betroffen, denen das irgendwie passiert, die da irgendwie sehr tief in die Tasche greifen müssen. Von 36 Millionen, das hat aber der Spiegel irgendwo mal versucht zu eruieren, herauszubekommen, wie viele da im Moment betroffen sind. Aber in der Wahrheit sind 80 Millionen. Also alle Deutsche, also alle hier, die in unserem Bezirk, also alle, ganz Deutschland, ist davon betroffen, weil das Signal entfernt wird. Das Signal kann man frei empfangen, also das frei empfangbare Signal, das machen die zu. So, und ersetzen es mit dem Signal H.265. Dieses ist für HD. Das ist dieser Verschlüsselungscode. Und die Decoder entkodieren das Ganze und machen da und man kann dann alles empfangen. So. Ja, früher, 1988 war das ja genauso. 1988 haben wir ja alle ARD, ZDF und so weiter gesehen. Wir hatten an sich auch gutes Programm. ARD, ZDF war gut, war auf eine Art gut bis 1988. Da kamen die anderen da, die freien Sender. Und die haben natürlich sehr viel Spaß gemacht. Und da hat Fernsehen ja noch mehr Spaß gemacht, 1988. Und da musste man sich ja dann auch bemühen, an Kabel zu kommen. Da musste Kabel kaufen, damit man die sehen konnte. Also man hat ja also auch sehr viel zu investieren, um die dann auch sehen zu können. Also da hat man dann mit den Kabelanbietern oder mit anderen Anbietern, hat man sich dann, und dann konnte man die gucken. Aber man hat nicht zahlen müssen. Man musste nur die Geräte kaufen. Ja, man musste die Geräte kaufen und dann konnte man die sehen. Ja, gut, also oder Kabel kaufen, also jedenfalls so wie jetzt auch. Nur jetzt müssen wir dann aber für die Unendlichkeit bezahlen. Da war das frei, also 1988 war RTL und Co. frei und wir hatten viel Spaß, sehr viel Spaß. Also hat ja Fernsehen hat irgendwie Spaß gemacht, aber ab jetzt, ab März 2017 macht Fernsehen kein Spaß. Aber es kann ja nicht sein, dass jeder sagt, der ist ja eh alles Kacke. Nee, es geht um die Freiheit. Also die Kampagne hat was mit Freiheit zu tun, nicht so mit dem Fernsehen, sondern die Freiheit, nicht gefragt worden, einfach, gar nicht geguckt, ob alte Menschen damit klarkommen, ob Studenten sich das leisten können. Studenten gehen ja heutzutage sowieso nicht mehr auf die Straße. Studenten denken auch nicht dran, wie Dutschke 1960 da auf die Straße und versucht hat, okay, da war der DDR-Zyklus, aber hier im Westen war 79 auch. Wir waren auch gegen Vietnam und wir waren auch richtig unterwegs. Wir hätten jetzt, also wenn das jetzt passiert wäre, hätten wir so richtig Gas gegeben. Also wir hätten richtig Gas gegeben. Also das Fernsehen hätte sich da doch was anhören müssen. Deswegen, also ZDF, ARD lacht sich kaputt. Die haben die Frequenz da verkauft. Die Politiker haben es abgesegnet. Und ja, also diese Kampagne hat auch was mit den Wahlen zu tun. Ist an sich nicht politisch gedacht. Das geht an sich um die Freiheit. Ne? Freiheit. Ihr dürft ja auch euer Kreuz im Kreis machen. Ihr könnt wählen, wen ihr möchtet. Und zahlt aber auch nicht. Stellt euch mal vor, der Kreuz im Kreis und ihr müsstet noch 5 Euro bezahlen. Wer geht denn dann noch wählen? Ja? Also stellt euch vor, wenn alles nur noch Geld kostet, demnächst die Luft zum Atmen irgendwie, 0,1 Promille von deinem, keine Ahnung, also Luft, Gehsteuer, Schuhsteuer, Hosensteuer, Klamottensteuer, nur noch alles zahlen, wenn es auch nur 5 Cent wären, ja, pro Tag. Also wenn jeder für Sauerstoff 5 Cent pro Tag bezahlen müsste oder für seine Sachen, die er trägt. In den Niederlanden gab es ja auch mal sowas Verheerendes, die Gardinensteuer. Ja, und plötzlich hatte keiner Gardinen wegen der Steuer. Und deswegen konnte man immer so wunderschön durch die großen Fenster reinschauen. So, mittlerweile hängen da aber auch Gardinen. Die Gardinensteuer ist zu Ende. Also es gab immer irgendwo etwas mit Steuer. Ja, ob das die Gewürzsteuer war im 17., 16. Jahrhundert,
Also Steuer gab es immer. Aber wollen wir den langsam mal hier übertreiben? Ich meine, also mich dürfte jetzt nicht, ich habe schon 4K. Ja, also mir ist an sich auf eine Art alles schon total egal, weil, aber das ist meine Freiheit. Es war meine Freiheit, ich habe gesagt, komm, ich möchte HD, komm, ich möchte ein eigenes Kino, komm, ich möchte 4K. So, und irgendwann konnte ich mir das leisten, also habe ich es dann gemacht. HD, 4K und ein eigenes Kino, bla bla bla. So, aber ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich will das auch gar nicht mehr. Ich will jetzt kein HD mehr, ich möchte jetzt kein 4K mehr. Im Kino sitzt eh keiner, nur ich alleine. Fernseher reicht, bring mir mal einen Fernseher. Ich möchte ein bisschen Fernsehen gucken. Und dann heißt es, nö, geht nicht. Sag ich, wie geht nicht? Ja, warum geht er nicht? Ja, weil du bezahlen musst. Weil wenn du Fernsehen schauen möchtest, musst du bezahlen. So, also normal bezahlen. Gut, du kannst ARD, ZDF, WDR gucken. Dann bin ich aber wieder in den wilden 50, 60, 70er Jahren. 50, 60, 70er Jahren hatte ich drei Programme. Drei Programme. Gut, es gab gute Serien. Es gab gute Serien. Also war okay. Hab nichts vermisst. Aber jetzt, naja, seit 1988. RTL hat uns noch ein bisschen verseucht. Ne? RTL Now, RTL, was weiß ich. Und jetzt kommen die anderen mit Info und was weiß ich. Ja, also darum geht die Kampagne. Die Kampagne geht um die Freiheit. Ich werde euch das mit dem Fernsehen erklären. Was nachher ab April da rauskommt, werden wir sehen. Vielleicht der große Lacher, habe ich nichts gegen. Ihr dürft über mich lachen. Deswegen mache ich ja ziemlich witzige Videos, beziehungsweise ich versuche witzige Videos zu machen. An alle Künstler aller Sparten, die wirklich Interesse, Lust und Laune haben, vor laufender Kamera mit in der Kampagne mitzuarbeiten, ein bisschen sensibilisieren. Wie gesagt, wir haben viele von Filmpool da, die selber sagen, also irgendwie sind wir damit nicht so einverstanden. Ne? Herr Wendler war da, ne? Frank Wendler war da, der war auch nicht so einverstanden, weil das sehr viel Geld kostet und dieses Geld muss man ja erstmal irgendwo herholen. Und gar keine Unterhaltung. Ja? Vielleicht ist es okay. Die Zerstörung des Fernsehens, so wie wir es kennen, das freie Fernsehen wird uns ja genommen, vielleicht kommen wir dann endlich alle mal wieder zusammen. Denn nicht jeder hat, vielleicht der Fernseher hat, geht man dann dahin und guckt mit ihm Fernsehen. Ja, kann sein. Es kann sein, dass wirklich die gute alte Zeit, 50, 60, 70er Jahre, zurückkommt. Vielleicht. Gut, dann wäre das okay. Dann hätte ich nichts dagegen. Wenn wir alle wieder normalisieren uns, familienmäßig, freundemäßig, wieder zu Hause und nicht vom Bildschirm alleine sitzen, Selfies machen, eigenständige Videos machen. Ja, ihr wisst schon, was wir da alles so machen. Schaut euch die YouTuber an, was sie da alles so auf den Weg bringen. Schaut euch Facebook an, was sie alle auf den Weg bringen. Ja. Wie kommt es denn noch? Ein vegetarischer Kater. Auch nicht schlecht. Also ich meine, es macht schon Spaß mit Facebook hier so zu arbeiten. Also Facebook ist für mich auch öffentlich mal angetragen an alle Kunden, an alle Freunde. Unterhaltung. Ja, Facebook soll ein bisschen unterhalten, ein bisschen Spaß machen. So ein bisschen schauen, was ist denn da so in der Welt los. Wo drückt der Schuh? Und dann war okay. Aber mir die Freiheit nehmen, mich nicht mehr entscheiden zu können, nichts mehr zu dürfen, also ne. Also so, wenn wir ehrlich sind, ich sage mal, ich habe jetzt gar kein Geld im Moment. Konnte ich wenigstens ein bisschen Fernsehen gucken, mich ein bisschen unterhalten, versteht ihr? So, das kann ich ja dann nicht. So, wenn ich in dem Moment kein Geld habe, dann bin ich wirklich, dann habe ich gar nichts. Ja, ich möchte doch meine Freiheit haben, irgendwas zu können. Wenigstens fernzuschauen, irgendwie mir Informationen zu holen. Ja, es kann nicht sein, wenn ich gar kein Geld mehr habe, dass ich auch nichts mehr habe. Gar nichts mehr habe. Vielleicht muss ich irgendwann auch noch Geld mitbringen für eine Parkbank oder so. Kann auch sein. Ja? Dann muss ich noch Geld mitbringen für eine Parkbank, damit ich mich da drauflegen kann. Ist zwar auch verboten, dass man draußen auf einer Parkbank liegt. Ihr wisst, Obdachlosigkeit kostet ja auch Schweinegeld. Nämlich meistens die Gesundheit und am Ende das Leben. An sich sollten wir uns nicht aufregen, das ist richtig. Keiner von uns sollte sich aufregen, weil wir müssen alle gehen. Jeder von uns muss gehen, einer früher, einer später. Bei mir sind schon 65 gegangen. Der 66er liegt schon im Bett. Kann sein, dass er auch demnächst geht. Und ja, die anderen, na, vielleicht gehe ich eher, wer weiß. Also wir gehen alle. Ja? Aber
solange wir aber leben, solange wir alle leben, sollten wir unsere Freiheit doch, unsere Freiheit sollten wir uns doch behalten, frei bleiben dürfen. So, jetzt ist aber, ne? Denk dran, das ist eine Kampagne, die läuft sehr, sehr lange, nicht nur heute, sondern öfters. Ich lasse mir vieles einfallen, ich werde viel recherchieren, werde viel nach, also das hat nichts mit 6 Millionen, mit 36 Millionen, die nicht und so weiter, das sind alles so Statistiken, es sind über 80 Millionen, ja, aber das kann nicht sein, dass unsere Gäste, ja, egal wo die herkommen, ihre gastlichen Filme über Eutelsat sehen kostenlos, die sehen es kostenlos, die zahlen nichts, sie müssen in anderen Ländern nichts bezahlen, so, darum geht's, wir werden hier verhöhnt als Köter, Köterstaat, ja. Okay, wenn wir ein Köterstaat sind und die Richter meinen, sie sehen da keine Volksverhetzung drin, ist okay, dann bin ich ab sofort ein Schäferhund, ein deutscher Schäferhund, erstklassig ausgebildet und ich sage euch, ich beiß zu.